Hi, willkommen. Die sind perfekt. Dankeschön. Mein Name ist Daniel B. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir diese Schwester Aubert, heißt sie, glaube ich, geholfen, weil die irgendwie gegen Atoms ist und so. Und ja, wir haben das aufgelegt und ja, wir haben gesagt, nein, hau ab, das ist jetzt zu doof. Und ja, dann haben wir noch hier für den einen Typen eine Mission angenommen, dass wir diesen Typen hier, also ich tanze, den da. Ja, ich bekomme ja Strahlungsschaden, was? Was zum Teufel? Irgendwie Lumpen oder was? Weil die jetzt nicht so eine Strahlungsresistenz haben oder wie? Okay. Und ja, wir sollen den Typen als Atomsbote davon abbringen, irgendwie zu fasten und so. Glaube ich. Und ich bin leicht tot. Oh. Ja. Da kommt da besser ins Spiel als ich, ne? So als göttliche Person. Da bin ich tot. Was zum Teufel? Einfach umgekippt. Boah. Nein, Stimpack kann man. Achso, ich wollte schon sagen, warum. Das sieht nicht aus wie ein Stimpack. Warum reden wir von Stimpacks? Okay. Na gut. Was geht? Sei gegrüßt, Kind. Oh, bitte, Gott. Lass mich hier. Dieser Glanz. Freu mich. Wer bist du? Vor allem, weil ich schon so verstrahlt bin. Sieht das so komisch aus. Ich bin's. Der Weihnachtsmann. Warst du denn auch brav? Was? Ist das eine Art Test? Bitte, sag mir, wer du ich bist. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin Atoms Bote. Und ich wurde von ihm geschickt. Oh, endlich. Ich habe getan, was Atom befohlen hat. Ich habe auf deine Ankunft gewartet, damit du mich von meinen Fesseln befreist. Bitte, gib mir Atoms Stärke und befreie mich. Ja, darum hast du Kronkorken. Atom fordert einen Tribut. Hast du Kronkorken? Tribut? Ja, hier sind meine Kronkorken. Vor allem erst so voll hochgestochen, so überzeugend, dann einfach so, hast du Kronkorken. ja. Natürlich, mein Kind. Deine Hingabe ist vorbildlich. Du hast Atom heute stolz gemacht. Aber mach das nicht nochmal. Nie wieder. Oh, danke. Vielen Dank. Gepriesen sei Atom. Kaum sein Bote. Ach, komm schon. Ey. Das war doch nur Spaß. So, ich muss meinen Stahl-Dinger wieder anziehen. Ne? Das sieht geil aus, ne? Verputzt jetzt Inquisitor, sind auch gegen Strahlung? Nö. Krieg ich jetzt noch mehr Intelligenz? Schade. Jetzt auch gegen Strahlung. Ja, ich habe 0 HP, was? Ich habe gar keine HP, was? Atom befiehlt dir. Hast du Kronkorken? Das war geil. Du hast es geschafft. Bei Atom, du hast es geschafft. Wenn ich was Neues brauche, kannst du was davon haben. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, lass es mich wissen. Hast du Kronkorken? Jetzt habe ich nicht gesehen, was da für ein Rezept war. Was stand da jetzt oben? Geh weg! Ah, das Gebräu. Okay. Hast du noch was von deinem Gebräu? Hab gerade nichts. Komm in ein paar Tagen nochmal vorbei. Gibt's sonst noch was? Ach, Wares, wie der heißt. Wieso machst du dir solche Sorgen um Devin? Ich meine, er ist ein guter Junge. Klar, er mochte Jet etwas zu sehr. Aber er war kein Raider oder so. Er brauchte nur etwas Hilfe. Und zu unserer beider Glück bist du aufgetaucht. Ja, ich bin awesome. Da fragt man sich, ob Atom nicht doch seine Finger im Spiel hatte, was? Also, gibt es sonst noch was? Du hast erwähnt, Strahlung würde dir schaden. Warum lebst du an einem solchen Ort? Ist besser als das, wo ich herkomme. Vor meiner Zeit in der Familie war ich Fallensteller.
war mit ein paar üblen Typen im Nebel unterwegs. Konnten gerade so überleben. Ja, das haben sie so an sich. Damit mir nachts niemand das Essen klaut. Aber eines Tages stießen wir bei der Jagd auf den hohen Beichtvater Tektes und seine Leute. Wir umzingelten sie und nahmen sie gefangen. Dachten, wir könnten sie gegen etwas Essen und Munition eintauschen. Ich musste sie bewachen und ich kam mit dem hohen Beichtvater ins Gespräch. Du kannst dir vermutlich denken, was dann passiert ist. Du hast die Fallensteller angegriffen? Mhm. Der Beichtvater begann mir vom Leben im Nukleus zu erzählen. Vom Leben mit Atom. 3 Mahlzeiten am Tag. Keine Angst, im Schlaf gefressen zu werden. Die Strahlung war gar nicht so schlimm. Außerdem hatte ich mein Gebräu dafür. Es war eine ziemlich leichte Entscheidung. Ich habe den Kindern geholfen, die Fallensteller zu erledigen und habe hier ein neues Leben angefangen. Kann ich sonst noch was für dich tun? Ein bisschen übel. Ich brauche im Moment nichts. Alles klar. Pass auf dich auf. So, dann gucken wir mal, wie sieht das aus? Wer ist Gebräu? Strahlung minus 100. Mein Gott. Trademark. Die Strahlung und Heilung gibt das 100. Das wäre super. Ich habe schon lange über. Aber ich habe 304. Was? Ich habe gleich 384 TP haben. Was? Das will ich doch gar nicht haben. Ich habe doch irgendwo mit 10 wahrscheinlich nur. So. Jetzt mal was für die Verkäufer machen. Vielleicht gibt es uns eine Rabatte. Schwester Mai? Willkommen zurück. Brauchst du Vorräte? Ich wollte nur fragen, ob du bei irgendetwas Hilfe brauchst. Nun, ich habe da ein Projekt, bei dem ich nicht weiterkomme. Du hast auf dem Weg rein sicher die Dekontaminierungsbögen gesehen. Ich versuche schon ewig, sie zu reparieren. Aber es gibt ein Problem. Ich brauche einen Pumpenregulator, dem auch Industriechemikalien nichts anhaben können. Wenn es sowas auf dieser Insel gibt, dann in der Wimpop-Fabrik. Da wimmelt es aber vor Mutanten. Ja. Wenn du mir das Teil besorgst, kriegst du eine Belohnung. Interessiert? Von welcher Belohnung sprichst du da genau? Dafür, dass du dein Leben für mein kleines Projekt riskiert hast? Da ist noch dieses alte Radiumgewehr, an dem ich rumgespielt habe. Ja, aber wenn du den Regulator zurückbringst, gehören sie dir. Warum die Dekontaminierungsbögen reparieren? Beseitigen die nicht die Strahlung? Nicht mit meiner Modifikation. Ich habe die Filter überbrückt. Wenn der Regulator an Ort und Stelle ist, kriegen wir eine große Dosis Leuchten hin. Ja, sowas hätte ich gern für meine Dings. Okay, ich finde den Pumpen. Hätte ich gern für meine Basis. Fantastisch. Ich denke, du findest ihn. Dann kann ich das immer, dann kann ich mich immer strahlen lassen, irgendwie Sachen herstellen, wie Drogen, um Erfahrungspunkte zu bekommen. Und vielleicht später. Ich habe gar nicht aufgepasst. So, okay. Dann kann ich Sachen herstellen, dann kann ich mich unter einen anderen Bogen stellen, um die Strahlung wieder loszuwerden. Das wäre doch geil. Okay. Du noch. Fanatiker Thiel. Gepriesen sei Atom, ja, das sieht aus wie Cave. Richter hat jemanden zur Quelle geschickt. Bist du das? Offenbar hat dich das nicht zu einem sabbernden Trottel gemacht, also war es wohl nicht so schlimm. Nett. Mit welchen Visionen hat das heilige Atom dich gesegnet? Sabbernder Trottel? Kommt einigen Leuten das Wasser aus der Quelle nicht? Nur wenige gehen das Ritual unbeschadet. Ist doch irgendwie der Sinn dahinter. Eine Vision von Atom ist eine große Ehre und nichts für Unwürdige. Also, sag mir, was hast du gesehen? Er kam zu mir und verriet mir das Geheimnis, wie man alle Herausforderungen im Leben meistert. Und für nur 500 Kronkorken kann dieses Geheimnis auch dir gehören. Ich glaube, ich verzichte. Wie dem auch sei, solltest du was von mir oder den anderen Fanatikern brauchen, musst du nur danach fragen. Der Großfanatiker schickt mich. Erzähl mir mehr über Schwester Gwyneth. Also gut. Wie dir der Großfanatiker sicher schon mitgeteilt hat, war Gwyneth einst ein ergebenes Mitglied unseres Ordens. Sie hatte zwar so ihre Launen, aber viele mochten sie. Vor allem der Großfanatiker schien sehr angetan von ihr zu sein. Zumindest so lang, bis sie sich von Atom abwandte. Es war meine Pflicht, sie zu finden, aber Gwyneth war schon immer sehr gerissen. Ich muss leider zugeben, dass ich versagt habe. Wieso ignoriert ihr sie nicht einfach?
Ist Gwyneth wirklich so eine Bedrohung? Nein, das geht nicht. Atoms Wille ist hier eindeutig. Ketzerei darf nicht toleriert werden. Ich finde, Schwester Gwyneth. Dann hoffe ich, dass du mit Atoms Hilfe mehr Erfolg hast als ich. Du solltest zuerst bei den heiligen Städten suchen. Vielleicht findest du einen Hinweis, den ich übersehen habe. Oh, endlich mal wieder heraus. Okay. Gut. Regulator, heilige Orte. Was ist die nächste Mission? Gar nichts, ne? Moment. Ja, gut. Oh Gott. Also, wieder hier raus. Gott sei Dank. Und dann gehe ich nach draußen, wird von irgendwas kaputt gehauen. Ein Schlag, so sieht das doch aus. Vorsicht, Bruder. Doch. Das letzte Kind, das die Geheimnisse erlangen wollte, scheuchte die Wächter der Basis auf. Falls der hohe Beichtvater dich also nicht geschickt hat, würde ich die Kommandozentrale meiden. Geheimnisse? Welche Geheimnisse? Das wissen wir nicht. Der hohe Beichtvater glaubt, der Schlüssel zur Auslöschung von Pfarrer Haber. Du verstehst also, warum die Kinder ihn unbedingt haben wollen. Aber einer der letzten Aspiranten hat wohl das alte Sicherheitssystem aktiviert. Nur die Tapferen, Gesegneten und Verrückten betreten es noch. Keine Sorge, Schwester. Atom wird mich beschützen. Unsere gefallenen Brüder dachten das auch. Aber wenn du dein Schicksal in Atoms Hände legen willst, bitte, möge er über dich wachen. Okay, ist das nicht eine Mission, ja? Dann gehe ich mal rein. Jetzt gesagt, Verrückte, also kein Ding. Kann schon passieren, extrem viel Strahlen oder so. Wenn es nicht gleich von der Todeskralle irgendwie vom Himmel springt, dann erlebe ich das hier schon. Okay. Das ist wie ein Spießrutenlauf von hier aus. Eine einzige Mine kommt, bin ich tot. So nix. So nix. Ah, ist so nix. Okay, für den Stress. Oh, dann gehen wir mal diese Laserdinger. Hallo. Luca-Granate. Geil. Ach, da ist gar nicht. Oh, ich dachte, du hast halt eine Nuka-Cola-Granate. Wie in Fallout 3. Ich nehme an, das ist einfach nur eine Strahlengranate oder irgendwie so. Damit hattet ihr Probleme, ehrlich? Eine Güte. Wenn ich mal einen Moment darüber nachdenke, die Dinger zu deaktivieren. Huh. Die Dinger gehen natürlich an. So, Gefahr, was? Da bloß nicht rein tanze. So. Ha. Oh Gott. Warum?
Ja, ich nehme mal das Ding. Kann ich mal meine AP wieder sehen? Danke. So. Ja, war. Okay. Fehlalarm, Kampfbereitschaft einstellen. Und oh, das war schon mal viel besserer Schaden. So, da war nur ein Schuss, ne? Major Gutsy. Wurf. Oh, ich sollte mal vielleicht meine Klamotten wieder anziehen. Meine guten. Weil sonst kriege ich hier auf die Fräse. So, was noch hier alles? Oh nein, Reconnect. Stimmt. Sieht wieder geil aus. Ja. Verdammt. Wurf. Dann kommt den Schaden von dem Teil doch so ein bisschen mehr näher. Im Vergleich zu vor. Fallout 3. So, bams. Ach. Ja, ich glaube, ich habe mal Autospeicher ausgestellt. Weiß aber nicht mehr wieso. So, gut. Was nehmen wir denn? Ich bin die ganze Zeit mit dem Ernter rumgelaufen, genau. Wieder eine Woche her, dass ich gespielt habe. Entschuldigung. So. Auf dem Weg kommt The Bash. Eindämmungsleck in der Uhr. Allgemeine Evakuierungsbereitschaft. Das Ganze. Fehlalarm, Kampfbereitschaft. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Ein rechtschaffenden Bürgern wird ein Leid geschehen. Ah, du fettes Ding, geh weg. Aber kein Ding sagen. Hab sie in die Hölle zurückgeschickt. Hi, na? Oh, den kannst du mir eben lassen. Auch nicht, weil ich den schieß. Weil ich den abschieß, mein Buff. Aber Buff. Umgefallen. Geht auch gleich wieder. Ist im Bett irgendwo. Okay, weiß nicht. Ich glaube, ich weiß, warum ich mich mit dem Institut verfeindet habe, weil ich irgendwie in diesen komischen Raum reingegangen bin. Und weil ich glaube, ich Dinge jetzt hier. Oh, wie ist die Nummer? Von Fallout 3 hier, die Dr. Lee, als ich die wieder befreit habe, deswegen haben sie sich wahrscheinlich gegen mich gestellt. Ah, kommst du mich an, ich will auch im Institut Sachen machen. Ich werde das gesamte Spiel nochmal neu spielen bis zu diesem Punkt. Das wird lange dauern. Machen wir das. Okay, 20 Minuten, 20 Minuten gleich. Vielleicht wird genau gleich hier passieren. Ich gehe irgendwo rein, wo ich nicht rein sollte, und gleich kommen die Kinder des Atoms und ballern mich weg. Davor habe ich Angst. Weil ist diese Fraktion schon wieder für mich gesperrt. Und dafür kacke.
Dann sollte ich dich leiden, wenn irgendwie nicht, wenn sich eine irgendwas gegen mich verfeindet und ich habe irgendwie nicht Kontrolle darüber. Weil ein Kollege von mir hat auch immer gesagt, ja, ich weiß noch nicht, ob ich mich euch anschließe. Der wurde anscheinend nicht angegriffen. Und das wurmt mich ein bisschen, weil ich dann keine Ahnung habe, woran das lag. Ich empfehle, was von der Ausrüstung zurückzulassen. Harpunenkanone. Ja, sollte ich vielleicht auch mal einsetzen hier. Da kann ich noch irgendwo hin, wenn ich groß angegriffen werde. Oh Gott, ein Aggressetron. Nee. Was? Nein. Das mache ich aber erst in der nächsten Folge von Let's Play. Fallout 4. Ich bedanke mich alle, dass ich so schon. Sag tschüss, bis zur nächsten Folge.